Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Eroberung, wo wir hier nun heute bei der siebten und vorletzten Mission von Saurons Aufstieg angekommen sind. Nachdem wir in der letzten Folge den Angriff auf die Wetterspitze erfolgreich abgeschlossen haben, indem wir in den Ruinen von Armon Sul Aragorn erschlagen haben, geht es nun hier und heute weiter mit dem, nächsten Angriff. Dieses Mal greifen wir Bruchtal, das Reich Elronds und der Elben an. Und das ist dann hoffentlich die nächste Bastion der freien Völker Mittelerdes, die im Kampf gegen Saurons Horden fällt. Und ich würde mal sagen, wir legen einfach los. Bruchtal ist nur noch eine Insel, die von wütenden Stürmen umtost wird. Hier haben sich die letzten Elben Mittelerdes noch einmal um mich geschart. Wenn die Elben die hereinbrechende Flut nicht aufhalten, kann nichts mehr die nahende Dunkelheit abwenden. Wir müssen unsere Unsterblichkeit opfern für die Überlebenden Mittelerdes. Der Fall von Bruchtal. 23. Mai 3019, drittes Zeitalter. So, wen nehmen wir denn? Ich würde mal sagen, der Zauberer gefällt mir ganz gut. Wir spielen jetzt hier auch, glaube ich, die Uruk-hai erstmals. Vom Aussehen her würde ich sagen, mit der weißen Hand. Gut, dann legen wir mal los. Erobere das Vordertor. So, dann wollen wir mal den Bereich hinter dem Tor. Du verpieselst dich erstmal. Wow, da hat uns ein Pfeil erwischt. Da hinten sind schon einige Elben, die auf uns warten. So, dann mal vorwärts. Und ordentlich Zonder geben den Jungs. So, einfach rein in die Masse. Wow, da kommt ein End. Ja, der hat uns dann auch ordentlich ausgenockt, der Dreckskerl. Okay, ich würde sagen, ein Krieger wäre doch vielleicht nicht so schlecht. Eieiei, der teilt aber auch aus, der Junge. So, entpacken und exekutieren. Von da oben schießen schon die Bogenschützen. Okay. Hier haben wir einen Waldelbenkrieger. Und noch ein paar andere, die sich mit uns anlegen wollen. Da ist danach auch das Tor, das wir erobern sollen. Aber hier gibt es erstmal noch ein paar Gegner zu schnetzeln, wie es aussieht. Boah. Ist schon ein krasser Kampf hier mal wieder. Aber das sind wir ja aus den letzten Folgen durchaus gewohnt. So, erstmal die Soldaten einen Kopf kürzer machen. Ja, der hat schon Angst, sollte er auch haben. Der Waldelben-Magier oder Zauberer oder wie auch immer. Alter, da hat er uns gegeben. Muss auch erstmal dran glauben. Und jetzt sollten wir uns um diese nervigen Bogenschützen hier oben kümmern. Die uns nämlich ordentlich zusetzen. So. Komm schon. Legen wir sie um, die Penner. Da ist einer down. Der ist auch down, glaube ich. Dann können wir jetzt mal doch dieses Tor hier erobern, bevor die Elben sich wieder sammeln. So. Der Krieger hier ist gerade in unser Gebiet eingedrungen. Das können wir natürlich nicht zulassen. Gut, der Speer hat ihn gerade abgemeuchelt. Eieiei. Die Bogenschützen sind nervig, aber hier, wenn der Magier uns Schutz gewährt, dann ist das auch gut so. Aha, und da haben wir noch einen Zauberer. Und dieser Krieger hier, der ist doch relativ resistent. So. Ja, alles gut. Wir müssen nur ein bisschen abwarten noch. So, den Krieger haben wir gerade mit der Axt eliminiert. Oh, und jetzt sind hier wieder so viele Elben. Also es ist definitiv nicht einfach, aber jetzt haben wir das Tor. Das Gebiet gehört uns. Zuhören! Überquert den Fluss und besetzt das andere Ufer.
Bewegung, wir haben sie wütend gemacht. Erobere die Terrasse und wir nehmen natürlich mal wieder den Troll. Gar keine Frage. Und erobern jetzt mal schön die Terrasse hoffentlich. Sieht schon geil aus hier, die Stage. Kann man nicht sagen. Bams. Ah, die Speer sind natürlich lästig. So, aber als Troll kann man hier definitiv ganz gut durchflügen. Die Bogenschützen da oben dürfen uns jetzt erstmal nicht interessieren gerade. Wir halten hier erstmal schön die Stellung. Und warten, bis die Flagge Mordors gehisst wird. Aber diesen kleinen Bogenschützen hier kann ich natürlich nicht erlauben. Seid ihr Wasserschwollen oder habt ihr Angst vor den Elben? Nein. Vor den Elben haben wir keine Angst, vor allem nicht als Troll. Ich glaube, das ist eher umgekehrt, das Mächteverhältnis. Bams. So, dann wollen wir mal weiter erobern. Zack. Gute Treffer waren das. Ah, da ist noch ein Waldelbensoldat, der noch eins aus dem Maul will. Die wollen es aber auch nicht lernen, die Elben. So, der Speer wäre auch eliminiert und gleich ist die Terrasse erobert. Hole die Signalfackel, okay. Ihr habt es, ihr diebischen Ratten. Bewegung, ihr Maden. Das Objekt wartet nur auf uns. So, und jetzt müssen wir es da hinten hinbringen. Die Signalfackel zu diesem Glockenturm, wie sie es anhört. Na, mal sehen, ob wir da als Troll durchkommen. Das dürfte eng werden, vor allem wenn die Ents am Start sind. Na los, lauf Troll, lauf Troll, lauf Troll. Komm schon, lauf, 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 lauf. Jawohl. Belagerungsangriff, bring dich in Sicherheit. Hab ich vor. So, und es hat sich ausgegonkt mit dem Elbenglockenturm. Nice. Der Glockenturm ist Schrott. Jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Zerstöre die Aufzeichnung der Elben. Der Meister verlangt, dass wir alle Erinnerungen an die Elben tilgen. Zerstören wir ihre Aufzeichnungen. Okay, nehme ich glaube ich mal wieder den Magier, zerstöre die Aufzeichnung der Elben. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir das hinkriegen. Da haben wir gleich schon mal was abbekommen, egal. Ist ja auch einfach ein geiler Schauplatz wieder für die Schlacht, mitten in Bruchtal. So, da haben wir einen feindlichen Magier. Zack, da hatten wir einen feindlichen Magier. Ei, und hier haben wir einige Feinde. So, da haben wir aber auch Elbenaufzeichnungen. Aber wir kommen hier gerade ein bisschen in die Bredouille. Deswegen sollte ich mich ein bisschen zurückziehen. Die Bogenschützen haben nämlich auf uns angelegt. So, das war ein Bücherregal. Drei bleiben. Den knocken wir mal kurz aus. So. Jetzt drauf auf die Elbenaufzeichnung. Alter Schwede. Alter Schwede. Da haben sie uns aber gerade in die Mangel genommen, die kleinen Maden. Und zwar nicht zu knapp. Aber ein weiterer Magier hat uns hier glücklicherweise geholfen. Und da konnten wir uns ganz gut aus dieser Situation befreien. Hier haben wir eine weitere Elbenaufzeichnung. Wollen wir doch mal gucken, wie viele Dinge aushalten. Ah, okay, ein Krieger. Das war das Bücherregal. Tilgen wir die Elben aus der Geschichte, ihr Maden. Boah, wie viele hier auch gegen uns vorgehen. Okay, da unten ist das letzte Bücherregal. Hier spazieren wir durch die Hallen der Elben, durch die Hallen Elronds, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. So. Die verbrennen hoffentlich alle schön und wir machen uns mal rasant galant aus dem Staub. Wir wollen am besten auch noch diese Elbenaufzeichnung zerstören. Alter, okay. Na bitte. Aufzeichnung zerstört. Sind zerstört. Und mit ihnen ihre Geschichte. Nur die Orks werden bleiben. Endlich zeigt Elrond, der Elbenkönig, sein feiges Gesicht. Bringt ihn zu Fall!
Okay, und ich denke, dafür ist ein Bogenschütze sehr gut. Urukai Bogenschützen, ich erinnere an Lords gegen Boromir, sind ja immer gegen Helden der Feinde gut gewesen. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir Elrond bezwingen können. Ich hatte eigentlich gehofft, wir kriegen hier für einen Helden zur Verfügung gestellt, aber so sieht es nicht aus. Elrond, Schnucki. Oh, der ging daneben. Der saß. Verdammt, der ging auch daneben. Und jetzt nimmt er uns hier ein bisschen in die Mangel, der gute Elrond. So, da haben wir ihn erwischt und drauf und drauf und drauf. Da halten uns auch einige Jungs den Rücken frei. Eieiei. Die Axt hat uns mal richtig erwischt. So, und da hat er uns ein wenig in die Enge gebracht und da hat uns ein Zauberer den Rest gegeben. Vielleicht ist es auch eine bessere Methode, mit einem Troll wieder mal gegen Elrond vorzugehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Denn das dürfte dann ein etwas spannenderes Duell werden. Wir müssen halt aufpassen, wenn er uns einmal von hinten besteigt, sind wir eliminiert. Aber wenn wir ihm ein, zwei Hiebe mit der Keule verpassen, dann dürfte es auch um ihn nicht mehr so super gut bestellt sein. So. Hier irgendwo befindet er sich. Da befindet er sich. Ja, und das macht schon gut Aua. Nicht wahr, Elrond? Komm her, Junge. Bams, bams. Und tschüss. Ihr habt es, ihr diebischen Ratten. Der Elbenkönig ist schwer verletzt, aber ich finde ihn nicht. Das wird dem Dunkelherrscher nicht gefallen. Bringt den Elbling zum Tor. Der Meister verlangt ihn. Elrond hat seinen Ring der Macht verloren. Ja, haben wir doch schon. Den Ring der Luft haben wir gerade erfolgreich erbeutet und sind damit natürlich kaum zu bezwingen mit dem Ring der Luft auf unserem Rücken. Wir müssen jetzt zum Tor durchkommen. Wir wollen uns natürlich einige aufhalten und Elrond ist anscheinend nicht gefallen, sondern nur schwer verletzt. Also wir haben ihn noch nicht ausgeschaltet. So, die, die uns hier hinterherkommen wollen, müssen mal schön dran glauben. Dem Ring sind wir auch langsamer, weil er anscheinend eine Last ist. So sieht es zumindest mal aus. Okay, wir sind fast down, aber wir haben es auch geschafft. Und wir können jetzt als Sauron spielen erstmal hier in diesem Let's Play. Waffe, Streitkolben, Wurfaxt. Hier, Hunde. Der Meister ist zufrieden. Endlich hat er den letzten Elbenring der Macht. Ja, also Streitkolben, Wurfaxt, Spezialfähigkeiten, Banges Herz, Mordorschlag und der Seelensammler. Dann wollen wir doch mal sehen. Erobere das Flusshaus. Ja, ich glaube, das könnte man so machen, wie Sauron das hier erledigt. Boah, ist der krass. Der ist richtig krass. Nice. Boah, und hält natürlich auch einiges aus. Holen wir uns ihr kleines Flusshaus. Mal sehen, wo sie sich verstecken. So, das hat auch mal richtig gut gesessen. Bams, Alter, Sauron ist krass. Sauron ist aber richtig krass. Ja, und da hat uns der Magier doch ein wenig zugesetzt. Wir müssen natürlich aufpassen, auch Sauron hat nicht unbegrenzt Leben. Aber er hat schon genug Leben, um hier ein wenig durch die Elben durchzurushen. So. Den Speer auch nochmal mitnehmen. Ich hoffe, der Magier wird uns gleich mal heilen. So ist es. Bams. Boah, der Seelensammler ist richtig übel. So. Dann wollen wir mal das Flusshaus erobern. Guckt ihn euch an. Er überragt alle anderen. Krank. Richtig krank. Und die Flagge Mordors wird gehisst. Unter Saurons Kommando. Nice. Das Flusshaus ist unser. Das Flusshaus ist jetzt ein Orkhaus.
Gute Arbeit, Jungs. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Findet diesen Elben. Vernichtet Legolas. Holt euch den Elbenkönig. Macht ein Ende mit diesen Elben. Ach du Scheiße, jetzt haben wir zwei Helden bezwingen. Das ist natürlich richtig übel. So, und jetzt müssen wir die natürlich erstmal hierher holen. So. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit Legolas. Boah, die halten aber richtig viel aus. Alter Schwede. Ja, nur eine Wunde, aber Sauron hat mehr als eine Wunde davon getragen. Lauf, Sauron, lauf. Das gibt es nicht. Sauron wurde besiegt und Legolas hat uns erledigt. Boah, zu krass und ich weiß nicht, ob das jetzt genug Damage war. Ich würde sagen, Elrond gehen wir mit einem Bogenschützen an. Ist natürlich richtig krass, was wir hier bewerkstelligen müssen. Ja, wirst du das? Ja, ich glaube, das wird er wirklich. Der Gondor-Hauptmann hat uns richtig auseinandergenommen. Sie verschanzen sich da hinten natürlich auch relativ gut. Wir müssen sie zurückdrängen. Dann wirst du das. Ja, und Elrond kommt, aber wir können ihn ja vielleicht ein bisschen locken. Da hinten aus seinem kleinen Kabuff weg. Ja, ich bin dabei. Elrond hat auch schon ein bisschen was abbekommen, aber zu geringfügig leider. Sie drängen uns hier auch ziemlich krass zurück. Das wäre vielleicht eine bessere Taktik mit Sauron gewesen. Boah, ja. Der kann austeilen. Eieiei, und jetzt haben wir gleich Geschichte. Und ich gehe mal kurz auf den Zauberer, weil der kann hier, denke ich mal, ganz gut was ausrichten. Boah, der Gondor-Hauptmann ist auch mit am Start. Noch ein Gondor-Hauptmann. Eieiei. Vor so einem Elben auf jeden Fall. Kacke. So. Der Gondor-Hauptmann, mit dem hat sich's gerade erledigt. Und auch Elrond ist fast am Ende. Hoffe ich doch zumindest. Boah. Hat er uns aber richtig auseinandergenommen. So, der Krieger muss es dann sein. Elrond ist jetzt hinten ein bisschen isoliert. Ich hoffte gerade, das hätte ihn ein wenig beeindruckt. Komm schon, Elrond, geh drauf. Bams. Ja, der kann sich durchaus wehren. Zack, und da haben wir ihn erledigt mit dem Rundschlag. So, und jetzt holen wir uns diesen dreckigen Elben Legolas. Der letzte Elbenkönig ist tot. So ist es. Und Legolas treibt sich ganz da hinten rum, diese miese Made. Wir haben ihn ja auch selber gespielt und gesehen, was er aushält. Gimli und Aragorn sind bereits gefallen, aber jetzt muss Legolas auch noch dran glauben. Jetzt haben wir ihn schon mal ganz gut in die Mangel genommen. Finde ich zumindest mal. Aber er kann sich natürlich durchaus wehren und da hat er uns mit einem gediegenen Tritt in die Fresse, ja, gegeben. Ich denke, ein Magier könnte aber ganz gut gegen ihn geeignet sein. Hoffe ich. Es ist ein epischer Kampf hier. Sauron hat es nicht schaffen können. Zwei Helden waren dann doch wirklich eine Nummer zu groß. Bleibst du wohl hier? Bleibst du wohl hier, Legolas? Zack. Zack. Nein. Aber wir können nochmal Sauron spielen. Darauf hatte ich gehofft. So.
Und jetzt ist nur noch Legolas da. Sauron hat sich eine kurze Auszeit genommen, genau wie Elrond war nicht besiegt. Elrond mussten wir auch zweimal besiegen. Und so müssen die das auch. Alter, wie viel Damage hat uns Legolas bitte eben gerade schon gemacht in diesen wenigen Momenten? Hier wirst du fallen. Hier wirst du fallen, Kollege. Bams, bams. Komm schon, Legolas, geh drauf, Mann. Bam, jawohl. Sauroner triumphiert. Bruchtal ist gefallen. Und mit ihm seine Herrscher. Mein Volk konnte die Orkhorden nicht bezwingen. Nur eine Handvoll Elben hatten überlebt. Ich war einer von ihnen. Nur noch die gütigsten und reinsten Wesen Mittelerdes sind noch nicht geschwunden. Doch nun droht der Schatten des dunklen Herrschers auch sie zu verschlingen.